Hallo, und da wären wir wieder. Wir müssen aus dem Käfig raus, aber das ist einfach. Wir nehmen einfach hier so. Nehmen wir da so. Dann da und da und. Wir sind hier. Befestige den Sendeempfänger an dieser Antenne. Warum macht das gerade gar keinen Sinn mit den Lampen? Aber gönnen wir. So. Schau die Aussicht von hier aus. Ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Ja, ist wirklich nicht schlecht, muss man echt sagen. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind auch nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur, in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Und ab dafür. Tschö, ihr Scheiß-Zurks. Mal putzen nach getaner Arbeit. Vernünftig. Bleib sauber, Mädel. Die Slums, Teil 2. Lecker ist ein Kühlschrank? Nein. Wo ist denn Momo? Schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenwendler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Achte auf die großen Kleinschrauben. Wir sehen uns in der Bar, Momo. Das ist der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Oh, der Ball ist in den Boden gebackt. Komm, backen wir ihn wieder raus. So. Hm.
Tja, wie kriegen wir jetzt den Code raus? Wie konnte ich B12 nochmal zu Hilfe bitten? Da gab es doch irgendwie nochmal eine, Hilfe, die 1. Okay. Licht ist die 2. Aha. Hey, lass uns Homo finden. Es scheint aufgeregt zu sein. Mal sehen, was da los ist. Das ist ein schlechter Scherz. Ich hätte, der Code ist ganz einfach. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautet. Es war ein H, glaube ich. Fehler, falscher Schlüssel. Ups, ein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Oh, dann war es ein O. Oder war es eine 0? Schauen wir mal. Erfolg. Es hat geklappt. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Okay, wir brauchen es gar nicht zu knacken, den Code. Das, ja. Auch gut. Müssen wir auch, warum die Seilzüge hier so angeordnet sind, sodass man hier easy peasy in die Bar kann. Ah, kleines Fellknäuel. Nee, mach ich. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Ja, gerne, gerne, gerne. Wo ist er denn? Achso, ich sollte da drauf. Okay. Oh, hat mich gestreichelt. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus dem Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das? Zablaza. Ich will immer Salazar sagen. Ich weiß auch nicht. Momo, psch. Ich fass es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Zablaza. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, psch. Warte. Wir sind in Sicherheit. Psst. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Psst. Okay, merkwürdig. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Psst. Sehr gefährlich. Psst. Zuck's überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Fass es nicht. Zablaza ist am Leben und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Zablaza es geschafft hat, muss es einen Weg geben. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei, doch wimmelt es von Zugs. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht, das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt, deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Hm.
Siemens. Sein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zugs. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Hat wohl nicht funktioniert. Siemens war seitdem nie mehr derselbe. Hört nicht auf Siemens, er hat nur Angst, du wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu der Außenwelt. In seiner Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in den Wohnungen von Siemens. Komm schon, folge mir. Ja, Uxi, schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Du sollst einen Tauschhändler besuchen, doch gibt es für jeden etwas. Okay. Okay, was macht er da? Ah, kämpfen üben, würde ich sagen. Du siehst verloren aus, was brauchst du? Aber trotzdem noch keinen neuen Text. So, ich komm. Sorry, dass du warten musstest, aber man muss ja ab und zu auch schon mal nach den Rest hier gucken. Hi, Alter, wie geht's? Alles klar? Ja, immer noch nicht sauber. Die Nacht nicht. Wie geht's denn hier lang? Ah, das ist die Stelle, okay. Komm schon, Siemens, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Die Situation ist ziemlich hart für Siemens. Er will nichts mehr von der Außenwelt hören. Mir will er nicht helfen, aber du? Ich glaube, ich habe eine Idee. Hier in dem Docs Notiz und zeige es Siemens. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Ich finde das Geheimlabor, kleiner Außenwettler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Okay. Wenn es tatsächlich eine Waffe gibt, mit der man die Zugs bekämpfen kann, muss es hier irgendwo einen Hinweis darauf geben. Lass uns die ganze Wohnung durchsuchen. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen, ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung, aber wo? Hmm.
Okay, 2, 5, 1, 1, ne? Falls wir nochmal einen Code brauchen. Zeit wird zeigen. Naja, wir dachten es jetzt ja schon. Dafür braucht man nicht unbedingt die Hilfe, ne? So, 2, 5, 1. Mein. Die Tür sah man ja schon, ne? Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit von mir zu verstecken. Diese Baupläne, wir müssen für seine Zugwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zugs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jedes Metall. Die Fluxer-Bauplan. Konzept. Konzept. Lichtgestützte Handfeuerwaffe. Geringe Priorität. Aussehen, Größe, Dezibel-Ausschub. Hohe Priorität und 3 Jahren Bedingungen testen. Ziel Vernichtung von 20 Zugs pro Sekunde. Das wäre wirklich ja nicht ohne. Beobachtung, hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Okay. War ich nicht. Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Ah, das Ding kenne ich. Das ist sein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen und um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zugs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Du musst diesen Peilsender reparieren. Du bist echt Fifi. Vielleicht kannst du in den Slums jemanden finden, der dir hilft.
Ja, Momo. Ja, auch. Tüte. Juhu. Ab nach unten. Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Siemens etwas Interessantes gefunden? Ein interessantes Gerät, aber es sieht kaputt aus. Vielleicht kann jemand aus dem Dorf helfen, es zu reparieren. Hast du in der Bar gefragt? Wir sind in der Bar, du Trottel. Willst du etwas? Ein Peilsender, ich weiß nicht, wie man sowas repariert. Vielleicht hat der Barkeeper eine Idee. Du bist neu hier, was kann ich für dich tun? Aber für ein schönes Gerät und auch noch selten. Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt, nur ein bisschen. Naja, du wirst schon sehen. Der Name ist Elliot. Sein Büro ist gleich links von hier, in der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Okay, war das nicht dieser Kurzschlusstyp? Hier. Ist Programmierung, genau. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Danke. Ja, kann ich dir helfen? Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich kenne dieses Modell. Es ist ein Torima BR 2000 mit einem kleinen Gerät. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß, wie man den repariert, aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ah, ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich diesen Peilsender reparieren kann. Oh, wo hast du die denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Boccio! Schon kein Bibber mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren.
Lass mich mal sehen, ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila. Und bitte, Kleines, viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Sehr schön. Danke, Alter. Die Fenster ist zu. Hier war es, ne? Genau. Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Du hast es geschafft. Du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Ein Ping. Ist Papa wirklich ein Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns der Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss. Ich weiß, Ronny, du weißt, dass es nicht funktioniert.